EA Bomb Productions. EA Poe Productions liest Sagen der Gebrüder Grimm. Heute Notburger. Im unteren Inntale Tirols liegt das Schloss Rottenburg, auf welchem vor alten Zeiten bei einer adligen Herrschaft eine fromme Magd diente, Notburger genannt. Sie war mildtätig und teilte so viel sie immer konnte unter den Armen aus. Und weil die habsüchtige Herrschaft damit unzufrieden war, schlugen sie das fromme Mägdelein und jagten es endlich fort. Es begab sich zu armen Bauersleuten auf der nahegelegenen Burg Eben. Gott aber strafte die böse Frau auf Rottenburg mit einem jähen Tod. Der Mann fühlte nun das der Notburger angetane Unrecht und holte sie von dem Berge Eben wieder zu sich nach Rottenburg, wo sie ein frommes Leben führte, bis die Engel kamen und sie in den Himmel abholten. Zwei Ochsen trugen ihren Leichnam über den Innstrom, und obgleich sein Wasser sonst wild tobte, so war er doch, als die Heilige sich näherte, ganz sanft und still. Sie wurde in der Kapelle des heiligen Ruprecht beigesetzt. Am Neckar geht eine andere Sage. Noch stehen an diesem Flusse Türme und Mauern der alten Burg Hornberg. Darauf wohnte vor Zeiten ein mächtiger König mit seiner schönen und frommen Tochter Notburga. Diese liebte einen Ritter und hatte sich mit ihm verlobt. Er war aber ausgezogen in fremde Lande und nicht wiedergekommen. Da beweinte sie Tag und Nacht seinen Tod und schlug jeden anderen Freier aus. Ihr Vater aber war hartherzig und achtete wenig auf ihre Trauer. Einmal sprach er zu ihr: »Bereite deinen Hochzeitsschmuck. In 3 Tagen kommt ein Bräutigam, den ich dir ausgewählt habe.« Notburga aber sprach in ihrem Herzen: »Eh will ich fortgehen, soweit der Himmel blau ist, als ich meine Treue brechen sollte.« In der Nacht darauf, als der Mond aufgegangen war, rief sie einen treuen Diener und sprach zu ihm: »Führe mich in die Waldhöhe hinüber nach der Kapelle St. Michael. Da will ich, verborgen vor meinem Vater, im Dienste Gottes das Leben beschließen.« Als sie auf der Höhe waren, rauschten die Blätter, und ein schneeweißer Hirsch kam herzu und stand neben Notburga still. Da setzte sie sich auf seinen Rücken, hielt sich an sein Geweih und ward schnell von ihm fortgetragen. Der Diener sah, wie der Hirsch mit ihr über den Neckar leicht und sicher hinüberschwamm und drüben verschwand. Am andern Morgen, als der König seine Tochter nicht fand, ließ er sie überall suchen und schickte Boten nach allen Gegenden aus, aber sie kehrten zurück, ohne eine Spur gefunden zu haben. Und der treue Diener wollte sie nicht verraten. Aber als es Mittagszeit war, kam der weiße Hirsch auf Hornberg zu ihm, und als er ihm Brot reichen wollte, neigte er seinen Kopf, damit er es ihm an das Geweih stecken möchte. Dann sprang er fort und brachte es der Notburga hinaus in die Wildnis, und so kam er jeden Tag und erhielt Speise für sie. Viele sahen es, aber niemand wußte, was es zu bedeuten hatte, als der treue Diener. Endlich bemerkte auch der König den weißen Hirsch und zwang dem Alten das Geheimnis ab. Andern Tags, zur Mittagszeit, setzte er sich zu Pferd, und als der Hirsch wieder die Speise zu holen kam und damit forteilte, jagte er ihm nach, durch den Fluss hindurch bis zu einer Felsenhöhle, in welche das Tier sprang. Der König stieg ab und ging hinein. Da fand er seine Tochter mit gefalteten Händen vor einem Kreuz kniend, und neben ihr ruhte der weiße Hirsch. Da sie vom Sonnenlicht nicht mehr berührt worden, war sie totenblaß, also daß er von ihrer Gestalt erschrak. Dann sprach er:
kehre mit nach Hornberg zurück.« Aber sie antwortete: »Ich habe Gott mein Leben gelobt und suche nichts mehr bei den Menschen.« Was er noch sonst sprach, sie war nicht zu bewegen und gab keine andere Antwort. Da geriet er in Zorn und wollte sie wegziehen, aber sie hielt sich am Kreuz, und als er Gewalt brauchte, löste sich der Arm, an welchem er sie gefasst hatte, vom Leibe und blieb in seiner Hand. Da ergriff ihn ein Grauen, daß er forteilte und sich nimmer wieder der Höhle zu nähern begehrte. Als die Leute hörten, was geschehen war, verehrten sie Nutburga als eine Heilige. Büßende Sünder schickte der Einsiedler bei der St. Michael-Kapelle, wenn sie bei ihm Hilfe suchten, zu ihr. Sie betete mit ihnen und nahm die schwere Last von ihren Herzen. Im Herbst, als die Blätter fielen, kamen die Engel und trugen ihre Seele in den Himmel. Die Leiche hüllten sie in ein Totengewand und schmückten sie, obgleich alle Blumen verwelkt waren, mit blühenden Rosen. Zwei schneeweiße Stiere, die noch kein Joch auf dem Nacken gehabt, trugen sie über den Fluss, ohne die Hufe zu benetzen, und die Glocken in den naheliegenden Kirchen fingen von selbst an zu läuten. So ward der Leichnam zur St. Michael-Kapelle gebracht und dort begraben. In der Kirche des Dorfes Hochhausen am Neckar steht noch heute das Bild der heiligen Nutburga in Stein gehauen. Auch die Nutburger Höhle, gemeiniglich Jungfernhöhle geheißen, ist noch zu sehen und jedem Kind bekannt. Nach einer anderen Erzählung war es König Dagobert, der zu Moosbach Hof gehalten, welchem seine Tochter Nutburga entfloh, weil er sie mit einem heidnischen Wenden vermählen wollte. Sie ward mit Kräutern und Wurzeln von einer Schlange in der Felsenhöhle ernährt, bis sie darin starb. Schweifende Irrlichter verrieten das verstohlene Grab, und die Königstochter ward erkannt. Den mit ihrer Leiche beladenen Wagen zogen zwei Stiere fort und blieben an dem Orte stehen, wo sie jetzt begraben liegt und den eine Kirche umschließt. Hier geschehen noch viele Wunder. Das Bild der Schlange befindet sich gleichfalls an dem Stein zu Hochhausen. Auf einem Altargemälde daselbst ist aber Nutburga mit ihren schönen Haaren vorgestellt, wie sie zur Sättigung der väterlichen Rachgierde enthauptet wird.